Hallöchen Leute und willkommen zu der zweiten Folge von Hashtag FrageMT. Ihr könnt uns auch wieder gerne eure Fragen in die Kommentare schreiben oder mir auf Twitter schreiben mit dem Hashtag FrageMT. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei und fangen gleich mit der ersten Frage an. Pocky Alpha Zucker fragt, hast du Minecraft Pocket Edition? Ja, ich habe es mir schon länger mal gekauft für 5 Euro oder was weiß ich, wie viel es kostet. Und ja, es ist ziemlich gut und ich kann es nur jedem empfehlen. Es soll jetzt übrigens keine Werbung sein, kein Product Placement, nicht, dass ihr jetzt irgend sowas denkt. Dann hat er noch eine Frage, wie lange willst du noch YouTube machen? Und das kann ich eigentlich so nicht sagen. Also YouTube ist ja richtig schnelllebig. Man kann zum Beispiel nicht sagen, wie YouTube in einem Jahr aussieht oder was für YouTube-Stars in einem Jahr an der Krone stehen, weil das ändert sich ja so schnell, die Leute bekommen so schnell Abonnenten. Und es hat jetzt irgendjemand 10.000 Abonnenten und in einem Jahr da vielleicht 1 Million. Also das kann so schnell gehen, deswegen kann ich nicht sagen, wann ich mit YouTube aufhöre. Es kann ja auch sein, dass in einem Jahr ihr meine Videos gar nicht mehr guckt. Man weiß es ja nicht, ne? Deswegen habe ich keine Ahnung. The Death of Dragon fragt dir eine ziemlich lustige Frage. Manitube, aus welchem Land kommst du? Und ich weiß nicht, warum du die Frage gestellt hast, aber natürlich komme ich aus Deutschland. Höre ich mich wie ein Ausländer an oder was? Ich weiß es nicht. Dann fragt er noch, welche Sprache sprichst du daheim? Und ja, ganz klar Deutsch. Ich weiß nicht, wie du auf die Frage gekommen bist, aber ich bin ganz waschechter Deutschländer. Und nicht diese Würste, sondern ich bin ein Mensch, ne? Keine Wurst. Noel J. fragt, wurdest du schon mal trotz ohne Facecam in der Öffentlichkeit an der Stimme erkannt? Wenn ja, in welcher Situation? Also in der Öffentlichkeit spreche ich ja wirklich nicht so schnell wie jetzt hier zum Beispiel. Ich spreche jetzt nur so schnell, damit das Video relativ kurz gehalten wird. Und ich spreche auch in der Öffentlichkeit sehr wenig. Ich bin noch ein sehr schüchterner Typ, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, weil ich es schon öfter mal gesagt habe. Aber ich wurde noch nicht erkannt. Ich wohne auch in einem sehr kleinen Dorf. Und wenn ich in einer Großstadt leben würde, dann würde sich das auch nicht, glaube ich, ändern. F-Block Layman hat hier einen Kommentar gelassen, den ich auch gerne mal auch kommentieren wollte, weil ich den ziemlich traurig fand. Und zwar schreibt er, er ist 8 Jahre alt und er hat mit 6 sein PC bekommen und mit 7 sein Handy oder eventuell auch Smartphone, also so ein Touch. Und das finde ich echt sehr traurig, weil ich bin ganz klar der Meinung, dass Kinder unter 10 oder vielleicht auch 12 Jahren noch kein Handy, PC, Smartphone besitzen sollten. Sie sollten einfach ihre Freude im Sandkasten rauslassen oder mit den Freunden spielen. Irgend so eine Scheiße draußen halt machen, wie wir es halt alle früher gemacht haben oder mit Yu-Gi-Oh! Karten spielen, sowas halt. Aber noch nicht schon so früh mit der Technik rumspielen, weil das machen sie in der Zukunft noch häufig genug und in der Zukunft glaube ich nicht, dass sie noch im Sandkasten spielen werden. Also sollten sie halt das machen, was zu ihrer Zeit passt quasi. Und ja, ich habe letztens zum Beispiel es hat ausgesehen wie ein 8-jähriges Kind im Zug, im Bus gesehen und es hat auch schon ein Smartphone gehabt und dann Ballerspiele gespielt. Also es hat halt den Sound laut gestellt und dann halt so, man hat halt die Ballergeräusche gehört und ich hätte fast geheult, ey. Es ist wirklich traurig, was die Kinder heutzutage alles schon bekommen. Also man sollte irgendwie so ein Mindestalter für PCs und Handy einstellen, also so ab 10 erst ein Handy oder sowas. Ah ja, irgend sowas wäre schon echt korrekt vielleicht. So, Johnny764 hatte noch eine lange und interessante Frage. Und zwar, wenn du eine neue Frucht erschaffen könntest, wie würde diese Frucht heißen? Ich dachte da an sowas wie Fast Fruit oder Calo Fruit, also so Kalorienfruit. Denn ich würde auch die Frucht ein bisschen rund aussehen lassen und bei mir wäre die Frucht auch blau. Und ich würde die Frucht am Baum wachsen lassen und die Frucht würde auch in jedem Land vorkommen und man kann sie halt überall züchten, also sie ist nicht wetterbedingt oder so, sie kann in jedem Boden gepflanzt werden und ja, kommt halt überall vor und die Frucht würde halt leicht süßlich und leicht süßlich schmecken und würde halt sehr viele Kalorien haben, also es wäre so eine Art Kokosnuss, die man halt aussaugen kann mit einem Strohhalm oder so. Und die hat halt sehr viele Kalorien und das dachte ich mir deswegen, weil das für die armen Leute, für die, die in Armut halt sind, sehr, sehr nützlich eigentlich sein kann, weil die können einfach so ein Ding pflanzen, was sie halt, also das Ding ist halt billig, ne, kann man einfach einpflanzen und dann wächst, also dann sollte das halt auch so alle 5 Stunden wieder ein paar neue Früchte haben, kann man das dann abzupfen und schön leer trinken und es hat halt viele Kalorien, damit der Tagesbedarf relativ schnell gedeckt ist und so müssen die dann oder nicht mehr allzu viele Leute hungern quasi. Also es ist quasi so ein Essensersatz, habe ich mir gedacht, wenn das gehen würde. Und die Kerne sind halt dann in der Schale, dachte ich mir, weil er das auch noch gefragt hat. Ja, das wäre so meine Idee. Slays fragt mit dem Hashtag FrageMT, würdest du lieber 1 Million Abonnenten haben oder 1 Million Euro? Und ich denke da, glaube ich, mal an die 1 Million Euro. 1 Million Abonnenten wäre zwar auch recht nice,
Aber 1 Million Euro bekommt man auch nicht so schnell. Und ja, man sagt ja immer, mit Geld ist man jetzt, oder mit viel Geld ist man jetzt auch nicht glücklich. Und das glaube ich auch, weil es ist vielleicht so, dass wenn man viel Geld hat, dass man sich halt alles kaufen kann. Und wenn man dann alles hat, dass man dann nicht mehr weiß, was man kaufen soll und halt dann nicht mehr glücklich wird. Quasi, wenn man schon alle Ziele erfüllt hat, so in etwa. Aber mit 1 Million Euro, glaube ich, macht man noch nichts schief. Und wenn man halt zu viel hat, dann kann man ja immer noch was spenden. Also ich gehe mit dir 1 Million Euro. Also sag mal, frag mit dem Hashtag FragMT, kannst du mal ein großes Modpack spielen? Ich habe ja schon mal TubePack gespielt. Ich packe dir dazu mal die Playlist in die Beschreibung, wenn du es noch nicht gesehen hast. War so ein Minecraft Modpack Let's Play. Und ich habe auch vor, dass ich das in der Zukunft wieder restarte quasi oder da weitermache, weil ich habe es einfach pausiert, weil ich zu wenig Zeit hatte. Und es wird wahrscheinlich vielleicht eventuell noch dieses Jahr weitergehen. Dann die letzte Frage und die einzige Frage, die auf Twitter gestellt wurde, von CrabCrafter. Hashtag FrageMT at MoneyTube. Möchtest du bei einem Community-Projekt dabei sein? Mache eins und wenn du es promotest, würden sicher viele mitmachen. Also ich kann sie mal ansprechen. CrabCrafter macht hier ein Multiplayer-Projekt. Wenn ihr Bock habt, meldet euch bei ihm, aber ich habe leider keine Zeit. Aber wenn ihr gerade zuschaut und Bock habt, da mitzumachen, könnt ihr gerne mal den CrabCrafter auf Twitter anschreiben und fragen, ob ihr mitmachen könnt, weil ich habe leider keine Zeit, tut mir echt leid, aber ja, danke für die Einladung und ja, das war's wieder mit der zweiten Folge von Hashtag FrageMT. Wie gesagt, wenn ihr wieder Fragen habt, dann schreibt sie mir entweder auf Twitter, wie dieser liebe CrabCrafter es als einziger gemacht hat, immer schön den Hashtag FrageMT dran packen, dass ich die Fragen auch finde. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.